Hi Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und wir haben hier den HP Elite Slice. Das ist ein neuer PC von HP eben. Und hier dreht sich alles darum, dass es ein PC ist für das Büro, für das Office. Und er soll eben den traditionellen Tower, das hässliche alte Ding, ablösen und einfach, ja, einfach gut aussehen und auch die Leistung bieten, beziehungsweise was man eben alles im Büro braucht. Und das ist im Prinzip ein kleiner Mini-PC mit Intel Core i3. i5 und i7 Prozessor, das sind die T-Prozessoren mit einer 35 Watt TDP und sollten ein bisschen weniger Leistung bieten als eben die herkömmlichen Desktop-Prozessoren, dafür aber erfreulicherweise mehr Leistung als die U-Prozessoren, die wir eben in Notebooks kennen. Und was das Besondere an diesem PC ist, das sehen wir hier neben an den Seiten, das sind eben diese Slices sozusagen und die werden hier über einen Anschluss damit verbunden. Das ist hier jetzt das CD-Laufwerk Slice im Prinzip, wo wir eben einfach ein CD-Laufwerk an den PC anschließen können. Und hier ist das Audio-Cover, das wurde in Zusammenarbeit mit Bang & Olufsen erstellt bzw. hergestellt. Und ja, das, was man hier eben einfach macht, ist, man nimmt den PC, der sieht hier unten so aus, und schließt das einfach hier dran, dann kommt dieser Klicksound und jetzt hat der PC nicht nur eben die PC-Hardware, Arbeitsspeicher, Prozessor und so weiter, sondern jetzt hat er auch ein Mikrofon und auch einen Lautsprecher von Bang & Olufsen. Und wenn wir dann auch ein CD-Laufwerk brauchen, dann steckt man das ab und das Audio-Cover muss, also das Audio-Slice muss das unterste sein, nochmal auf den Klicksound warten und dann wieder zusammenbauen. Ist wie Lego spielen, nur eben mit unglaublich teure Hardware. Und was wir hier an einem, also was hier die Besonderheit ist beim Elite Slice, das sind hier die Deckcover. Und da gibt es ein normales Cover, das jetzt genauso aussieht wie das hier. Das hier ist aber nicht das normale Cover. Und ein Wireless Charging Cover, wo ihr dann euer Smartphone einfach hier draufstellt. In dem Fall geht das natürlich nicht, weil es einerseits nicht das Cover ist und das Smartphone andererseits kein Wireless Charging unterstützt. Aber wenn euer Smartphone Wireless Charging unterstützt, dann könnt ihr es da drauflegen und einfach an eurem Desktop laden. Okay, dann stecke ich hier das mal an. Beziehungsweise jetzt, wo es das so anwandelt ist, zeige ich nochmal die Anschlüsse her. Also das hier ist der Powerknopf, ein Ladeanschluss bzw. ein Powerport, Ethernet, noch ein USB-C. Port, wo ihr das Gerät dann auch an den Strom anstecken könnt, Kensington Lock, die braucht ihr nur einmal, zweimal USB 3.0, DisplayPort, HDMI und hier oben auch ein Kensington Lock. Und dann auf der linken Seite, also wenn man es von vorne betrachtet, haben wir einen weiteren USB-C-Port sowie einen 3,5 mm Audio-Kombi-Stecker. So, jetzt schalten wir das Ding mal an. So, und jetzt seht ihr hier auch die Buttons, das heißt, das sind hier die Touchknöpfe für Anruf annehmen, Anruf auflegen, lauter und leise sowie Mute. Das heißt, ihr könnt hier auch euer Gespräch stumm stellen und das ist auch super praktisch, weil das funktioniert jetzt einfach alles über den PC, was auch ein bisschen Zeit spart, weil ihr müsst dann nicht mit der Maus am Desktop das richtige Fenster suchen, zum Beispiel für Skype for Business. Und was ich noch dazu sagen wollte ist, ich habe jetzt ziemlich lange darauf gewartet, bis diese Knöpfe grün werden, beziehungsweise rot und hier orange in dem Fall. Die verändern dann die Farbe, wenn eben ein Gespräch, beziehungsweise wenn das Ganze initialisiert ist. Was wir hier in dem Fall nicht haben, er ist ja nicht mal an einen Monitor angeschlossen. Aber wenn das eben der Fall ist, dann sind die Knöpfe hier also rot beim Auflegen, grün beim Annehmen und so weiter. Was ich noch dazu sagen möchte ist, dass hier auf der rechten Seite des Geräts ein Fingerprint-Reader sein kann. In dem Fall haben wir hier keinen drin. Und außerdem ist noch ebenfalls, was sehr praktisch ist, ist über diesen USB-C-Port. Das werden viele ohnehin wissen, aber es ist ganz interessant. Könnt ihr euch ein bisschen den Kabelsalat ersparen, und zwar einfach über den USB-C-Port an einen Monitor anschließen und der PC wird dann über den Monitor, also über einen speziellen HP-Monitor betrieben. Das heißt, ihr braucht hier nicht extra einen Power Cord mit extra Netzteil, sondern einfach ein Kabel zum Monitor und der Monitor ist dann an den Strom angeschlossen und ja, das spart ein bisschen Platz am Schreibtisch und auch einige Kabel sowie Adapter und was man nicht alles braucht. So, das war es auch schon von mir und vom HP Elite Slice. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!